Die Übung wäre nämlich, du sollst mich gleich mal boxen. Hörst du erst zu Ende an. Okay. Dass wir so tun, wie wenn ich sage, räum dein Zimmer auf oder mach Hausaufgaben. Gerade in Deutschland, wir haben in der Sprache schon eine leichte Aggressivität drin. Ich bin Papa und ich sage jetzt sowas wie, räum dein Zimmer auf. Jetzt boxt du mich langsam hier hin. Ich räum nicht auf. So, möchte ich nicht. Auch Erwachsene, du hast den Müll nicht runtergebracht. Boom. Wollte ich. Ja, das sagst du immer. Na und? So, jetzt sind wir im Gespräch. Und das, was ich euch gerne zeigen möchte, ist, wie kann ich in der Sprache, wenn Angriffe kommen, vielleicht einen Raum schaffen. Und jetzt mach noch mal langsam und sag, du hast den Müll nicht rausgebracht. Du hast den Müll nicht rausgebracht. Und die Küche nicht aufgeräumt. Ja, ich weiß. Ja, das stimmt. Ich habe den Müll nicht auf. Ich habe den Müll nicht aufgeräumt. Ich habe den Müll nicht rausgebracht. Du hast recht. Also, ich mache Stoßdämpfer. Stoßdämpfer heißt, ich nehme, wenn etwas kommt, ich gebe nicht sofort was zurück. Ich will mein Zimmer. Das kann ich verstehen. Bei dem Saustall. Das würde ich auch nicht wollen. Also, ich sage nicht sofort, doch. Wenn da mehrere Sachen und du willst aber und ich will und jetzt versuch, box mich mal und dann kommen mehrere Sachen, dann ist es wichtig, dass ich es nicht nutze und sage, und jetzt räumst du auf. Sondern, dass ich den Rahmen nutze und sage, ich weiß, dass es blöd ist. Was brauchst du, um dein Zimmer aufzuräumen? Ich meine, das ist deine Bude. Ist es okay, wenn, aber es muss nicht sein, dass, wenn ich die Pizzakarton hochmache, dass die Licht ausschreien.